Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zum Mit Büchern in den Herbst-Tag. Und es passt heute wie die Faust aufs Auge, denn draußen regnet es, draußen ist es richtig ungemütlich und so langsam, also die Kastanien vor meinem Balkon, die sind auch schon richtig, naja, die werden schon langsam farbig. Und deswegen dachte ich, passt das doch perfekt, das heute zu drehen, wo es dann drin schön gemütlich ist und man sich einkuscheln kann. Sowieso mag ich den Herbst, das habe ich ja schon mal erwähnt. Ja, dass man nicht so dieses schlechtes Gewissen haben muss, wenn es draußen schön ist, dass man dann rausgehen muss, sondern dass man drin lange lesen kann und sich einen Tee machen kann und einkuscheln und so weiter und so fort. Und ich habe auch bei vielen anderen Booktubern gesehen, dass sie ebenso denken, dass sie den Herbst lesen. Und ich habe so die Befürchtung, wollte ich gerade sagen, aber das ist ja keine Befürchtung, aber ich denke, dass es so eine Leserattenkrankheit ist, oder? Also, dass wenn man gerne liest, dass man das gerne auch gemütlich hat. Ich finde es auch einfach schön, wenn es draußen stürmt und die Blätter bunt werden, da geht man eigentlich auch gerne spazieren, also nicht nur unbedingt, wenn es Sommer ist, wenn es denn zu heiß ist. Ja, aber jetzt wollen wir zum Tag kommen. Ich wurde nämlich von der lieben Joyce von Joyful Moments getaggt. Vielen lieben Dank dafür. Und ja, es sind 10 tolle Fragen zum Thema Herbst und Lesen. Da habe ich euch wieder schöne Bücher rausgesucht, die ich euch dann gleich zeigen werde. Erstens, Kastanien sammeln. Zeige eine Reihe, die du zusammentragen musstest, obwohl du erst ein oder sogar kein Buch davon gelesen hast. In Klammern, kann auch mittlerweile komplett gelesen sein. Ich habe eine Reihe, die ich wirklich wortwörtlich zusammensuchen und sammeln musste. Die habe ich aber mittlerweile schon gelesen. Und zwar die Seven Water Trilogie im Knauer Verlag erschienen. Und man sieht, das sind Mängelexemplare. Und ich habe die in einer Mängelexemplarkiste gefunden, beziehungsweise erst ein Band davon. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Und ich habe zu der Zeit noch meine Ausbildung gemacht. Und als wir das dann immer wieder gefüllt haben, habe ich dann immer geguckt, ob denn auch die anderen Bände dabei waren. Und irgendwann hatte ich sie dann tatsächlich alle zusammen und habe sie mir dann gekauft. Und die sahen noch super toll aus und ja, dafür 2,95 oder so für ein Band war echt ein Schnäppchen und es sind so schöne Bücher. Zweitens, Regenschauer. Zeige ein Buch, das erst gut begonnen hat, dich dann aber furchtbar enttäuscht hat. Da habe ich mir ein Buch rausgesucht, das war eigentlich eher so ein Spontankauf, und zwar die Buchhandlung von Penelope Fitzgerald. Ich habe ja einfach gedacht, mal wieder ein Büchlein zu lesen über eine Buchhandlung, wo so ein bisschen diese Buchleidenschaft rüberkommt und man so ein bisschen drin schwelgen kann. War leider überhaupt nicht so. Also eigentlich klingt es toll. Es ist eine Frau, die nochmal eine Herausforderung annimmt und indem sie in einem kleinen verschlafenen Dörflein eine Buchhandlung aufmacht und man traut ihr das überhaupt nicht zu und sie möchte es aber gerne versuchen und hat aber sehr, sehr viele Steine im Weg. Ja, und leider, ich hatte mir so ein bisschen vorgestellt, dass es so ähnlich ist wie bei E-Mail für dich. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt mit Meg Ryan und Tom Hanks. Da hat die Meg Ryan ja auch so eine tolle Buchhandlung und dass es so eine kleine schnuckelige Buchhandlung ist. Aber da kommt überhaupt nicht diese Buchleidenschaft rüber und es wirkt alles so trocken, so deprimierend und sie hat auch wirklich keine tollen Erfolge und auch das Ende ist ganz, ganz blöd. Schade. Ganz, ganz schade. Drittens. Drachensteigen. Zeige ein Buch, mit dem man sich in ein Abenteuer stürzt. Ja, es gibt natürlich viele Abenteuer in Büchern, aber ich wollte jetzt eins raussuchen, was mal keine Fantasy ist oder kein Liebesroman und wo da ein Abenteuer drin ist, sondern wirklich ein reines Abenteuerbuch, wo in der Wildnis, wo ein bisschen, so ein bisschen Indiana Jones mäßig, also richtig schön Abenteuer. Ich finde, das ist relativ wenig geworden. Finde ich auch immer schwierig, wenn ich das empfehlen soll. Aber ich habe eine tolle Reihe dafür rausgesucht. Und das ist auch eine meiner Lieblingsreihen, mal keine Fantasy. Und zwar ist das die Falkensaga von Rainer Maria Schröder, der ja gerne historische Romane schreibt für Jugendliche und immer sehr gut recherchiert.
Hier ist der erste Band im Zeichen des Falken, spielt 1830 zur Zeit der Geheimbünde. Und hier ist Tobias der Protagonist, der ja, von seinem Vater so einen Gehstock vererbt bekommt. Und in diesem Gehstock ist eine Schatzkarte enthalten. Das weiß er aber noch nicht. Und es wird, ja, diese Schatzkarte wird halt auch von anderen gesucht, sodass er verfolgt wird, als er auf die Suche geht nach Hilfe, um diese Schatzkarte zu deuten. Ja, und da gelingt er halt, wie man hier auch schon sieht, mit einem Heißluftballon oder auf zu Pferde, zu Kutsche und durch verschiedene Länder. Hier ist es noch Deutschland, dann ist es im nächsten Band England, im dritten Band ist es Frankreich und im letzten Band ist es dann Ägypten. Ja, also richtig toll, Abenteuer, Schatzsuche. Ja, der erste Band, habt ihr schon gesehen, habe ich leider nicht in der Ausgabe, CBT-Ausgabe, ich schon überlegt, ob ich den mal ersetze. Aber ich hänge da so ein bisschen dran, weil das ein Geschenk war von meinen Eltern mit so einer kleinen Widmung mal zum Urlaub, als ich ja noch Teenie war. Und deswegen möchte ich den eigentlich ungern weggeben. So. Jetzt aber viertens, Indian Summer, zeige ein Buch in den Farben Rot, Orange oder Gelb. Ja, das sind ja total meine Farben und ich habe auch ein Buch rausgesucht, was richtig gut in den Herbst passt, vom Thema her. Endymion Spring, Matthew Skelton. Also ich mag dieses Cover, auch diese, ja, diese Farbverläufe und mit der Kombination Schwarz. Hier geht es auch um ein geheimes Buch. Und ja, ich weiß, dass das eine Mädchen hier auch immer Gummistiefel trägt und dass es draußen oft regnet und die Blätter bunt sind. Und deswegen verbinde ich das total mit Herbst und ich hätte da auch richtig Lust, das nochmal zu lesen. Fünftens, Blätter rascheln. Zeige ein Buch, bei dem die Seiten nur so dahin geflogen sind. Da habe ich mich jetzt für 5 entschieden von Ursula Poznanski. Das war wirklich spannend. Das ist ein Krimi, der so ein bisschen mit Geocachen verknüpft ist, wo halt anstatt so kleine Schätze, die man suchen soll, ja, Leichenteile gefunden werden. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, alle wisst, was Geocachen ist. Es ist so eine digitale Schnitzeljagd, wo man halt Koordinaten bekommt und dort muss man halt kleine Schätze suchen und die Kommissarin findet halt immer dort Leichenteile und der Mörder spielt halt so ein bisschen mit den Kommissaren. Richtig toll, hier gibt es ja mittlerweile schon mehrere Fälle für die Kommissarin. Zweite heißt Blinde Vögel und das dritte Stimmen. Super, gefällt mich, toll. Und ja, zu dem Punkt hätte aber auch Layers gepasst von Ursula Poznanski. Das war auch ein Buch, was wirklich nur so dahin geflogen ist mit den Seiten. Ja, hätte vielleicht sogar noch besser gepasst. Egal. Sechstens, abwarten und Tee trinken. Ein Buch, wo du anfangs nicht abschätzen konntest, in welche Richtung es sich entwickeln wird. Da habe ich ein Buch, dieses hier. Die Nacht gehört dem Drachen von Alexia Casale oder Casale oder ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Ja, und da fand ich das ganz schwierig einzuschätzen, weil jetzt hier ein Drache vorne drauf ist und hinten ja, steht aber auch ein bisschen was Ernsteres. Da wusste ich jetzt nicht, ist das jetzt Fantasy oder nur eine Schicksalsgeschichte oder irgendwie eine Mischung. Also da war ich wirklich nicht ganz einig, was ich da bekommen werde an eine Geschichte. Und es war tatsächlich so eine Mischung, aber trotzdem wirklich ganz schön und sehr berührend. Auch eine ganz tolle Farbe, muss ich sagen. Siebtens, Kuscheldecke, zeige ein richtiges Wohlfühlbuch. Und da muss ich sagen, das war wirklich eines der schwierigsten Aufgaben, beziehungsweise eine der schwierigsten Fragen. Klar, ich fühle mich immer sehr wohl, wenn ich lese, aber es muss ja auch spannend sein und meistens sind da irgendwelche Probleme drin und ein einfach nur High-Detail-Buch ist ja irgendwie auch langweilig. Ich könnte jetzt
Nee, ich habe dann einfach mir ein Buch genommen, wo es um Bücher geht und wo ich die Welt einfach toll finde und die Ideen toll finde. Und ja, Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs. Viel Wortwitz, man kann sich so richtig in diese Welt der Bücher hineinfallen lassen und die Illustrationen genießen. Und das ist ja auch irgendwie eine Form von Wohlfühlen, wenn man ja, sich in diese Illustrationen verlieben kann. Ja, also es war trotzdem spannend, aber da kann man sich so richtig drin verlieren. Als nächstes, achtens, Schal stricken. Welches Buch, welche Reihe hätte verlängert werden sollen? Und ganz klar, Harry Potter. Mir fällt keine andere Reihe ein, die ich unbedingt verlängert haben möchte. Bei den meisten finde ich es gut, dass dann irgendwann Schluss ist. Und meistens finde ich es doch irgendwie auch blöd, wenn immer mehr und immer mehr erscheint. Aber bei Harry Potter kann ich einfach nicht genug kriegen. Und ich denke, es geht vielen genauso. Und ich freue mich einfach so riesig, dass nächstes Jahr dieses kleine Büchlein verfilmt wird. Tierwesen und wo sie zu finden sind. Und ich glaube, dass da auch wieder ein Buch rauskommen wird, weil J.K. Rowling schreibt ja das Drehbuch selbst und da werden sie sich das nicht nehmen lassen, dieses Drehbuch auch als Buch rauszubringen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und da freue ich mich riesig drauf. Ja, aber natürlich hätte ich auch gerne mehr über Harry Potter gewusst, besonders weil mir das Ende auch einfach zu schnell kam und weil ja auch einfach 19 Jahre übersprungen wurde. Und hier hat man jedes Jahr hat man mitgekriegt bei Harry Potter und keine Lücke und auf einmal sind da diese 19 Jahre übersprungen. Und ja, das fand ich sehr, sehr schade und entweder, dass die Lücke gefüllt wird oder von anderen Personen mehr. Ja, hier würde ich am liebsten alles wissen. Oh, dass hier noch meine Bücher umfallen. Leg ich lieber hier hin. So. Neuntens, Halloween, zeige ein schauriges, gruseliges Buch. Ah, da habe ich so viele, konnte ich mich gar nicht entscheiden. Und ich habe jetzt aber von der Reihe Fear Street von R.L. Stine, habe ich mir mein Lieblingsband rausgesucht, Der silberne Dolch. Das liebe ich einfach, ist auch schon sehr zerlesen und vergilbt. Ja, super toll. Kann ich nur empfehlen. Ich glaube, die werden auch alle gerade wieder neu aufgelegt in gebundener Form. Auch sehr schön. Und zehntens, Lesen im Kerzenschein. Welches Buch wirst du in diesem Herbst noch lesen? Da habe ich mir auch ein richtig schönes, uriges, oder ich denke, dass es urig ist und gut in den Herbst passt. Und zwar Der geheime Name von Daniela Winterfeld. Ja, ist so eine Märchenadaption zu Rumpelstilzchen und es spielt halt so ein bisschen im Moor und ich denke, dass das auch ein bisschen düsterer sein wird. Und ja, da freue ich mich drauf, das in diesem Herbst zu lesen. Ja, das waren die ganzen Fragen, die ich euch beantworten sollte und es hat mir echt Spaß gemacht. Und jetzt möchte ich natürlich noch jemanden nominieren oder mehrere. Habe ich mir ein paar rausgeschrieben. Und zwar möchte ich gerne taggen Anna Eule, Annie's Books, Book of My Life, Kokori, Ruby, Madame Jenny, Viljas Bücherkanal, Verstant, What Lina Likes, Niki Paulas Bücherwelt und Niki and Books. Ja, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mitmacht bei diesem tollen Tag. Und ja, dann wünsche ich euch heute noch einen gemütlichen Tag, in dem ihr einen Tee trinken könnt und euch schön einkuscheln und lesen könnt. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.